Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Folge 26, wenn ich mich richtig erinnere. In den letzten Folgen haben wir hier das da hinter mir gebaut. Yay. Und jetzt bauen wir weiter. Meine, die Sprünge sind ja schon schwer genug. Also kommt jetzt mal was anderes. So eigentlich nicht. Okay, das sieht komisch aus. Das sieht strange aus. So soll das aber nicht aussehen. Kreuze vielleicht? Sieht wenigstens weniger bedrohlich aus. Nein. Nein. Solche Sachen will ich nicht machen. Gut. Gut. Warum eigentlich nicht? Dann gibt's halt sowas. Wo immer mal wieder nichts kommt oder ein Hindernis. Ja, das war einfach. Komm. So. So ist fein. Okay, das klang jetzt irgendwie komisch, aber okay. Eigentlich sind diese Blöcke perfekt, um ein paar kleine Hindernischen hier einzubauen. Sofern man nicht so blöd ist. Da kann man nicht raufen, da soll man auch nicht raufen. Aber es muss möglich sein, da rüber zu springen, weil ich meine, von hier kann man nach da springen, weil da kein Hindernis ist. Aber, okay, man schafft es auch von hier. Nehmen wir jetzt kein Hindernis rein. Blocksprünge. Beziehungsweise. Solche Sprünge. Auch immer mit zwei Dings. Hier darf ich keinen. Doch, eigentlich darf ich das. Und ich mach's auch. Ja, doch, doch, ist richtig. Muss möglich sein. Hier ist es easy. Und jetzt auch. Perfekt. Dann geht es hier wieder weiter. Und guck mal, hier so ein Ding dazwischen. Wo man mal Block aus dem Sprung ist. Ich würde mal sagen, hier hin. Ja. Und zack.
Zack, zack und zack. Ja, das ist perfekt. So sollte das nicht sein. So ist es besser. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ich glaube, das benutze ich mal öfter. Oder öfters, wie auch immer. Gut. Ja. Das macht es dem Spieler besonders schwierig, weil man hier nur einen Block liegen hat. Und wenn man es halt verkackt, ist man tot. So, zack, 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 zack. Okay, den Rest gekriegt. Wobei, ja, das ist okay. Das ist okay. Wenn man hier hinkommt, kommt man auch hier hin. Perfekt. Und weg. Und Block 1. Block 2. Block 2. Und den mache ich vorerst auch zu. So. Hier haben wir bestimmt wieder Ebene 8. 8, 93, 4, 19. Hm. 4, 19. Ja, perfekt. Ja, jetzt. Jetzt ist es perfekt. So, und hier ist auch unser Checkpoint. Für den Fall der Fälle, dass jemand zu blöd ist zum Springen, kommt hier eine Leiter dran. So. Allerdings bin ich hier noch nicht fertig, denn ich muss mir ja noch was einfallen lassen, damit man nicht von hier aus schon sehen kann, wo welche Tür was macht. Denn theoretisch kann man sehen, welche Tür, wenn die alle zu sind. Ich mache es mal alle zu. Zu. Die ist sowieso schon zu, warum auch immer. Habe ich anscheinend vergessen. Zu. Zu. Na, komm. Zu. Die da. Mache ich zu. Die mache ich zu. Die mache ich auch zu. Ach, ihr kennt's ja. So, alle zu. Und keiner soll sehen können, wo man lang muss. Wenn sie zu sind. Man kann es schon ein bisschen erkennen, wo man lang muss. Wenn man klug ist zumindest. Aber egal. Ich lasse es erstmal so. Gut, ich will diese Passage mal springen. Einfach so aus Lust und Laune. Und ich habe hier was vergessen. Jetzt ist es korrigiert. Das sieht von unten dämlich aus. Okay. Hier ist es einfach. Okay, dieser Teil der Sprünge ist einfach. Was habe ich denn hier gemacht? Ja, ist okay. Jetzt muss man da lang springen. Da lang geht's nicht weiter.
das ist das Schöne daran. Man weiß nie, wo man lang muss. Jetzt zum Beispiel hätte ich es verkackt. Und deshalb springe ich von hier. Diese Ebenen müssen machbar sein. Denn sonst sind sie nicht Teil des Spiels. Gerade geht's nicht, weil ich zu blöd bin. Na komm. Nein. Sind die zu dicht? Das kann eigentlich nicht sein. Ich meine, ich habe es doch vorhin auch geschafft. Schön. Nochmal. Hä? Bin ich denn jetzt so blöd zum Springen? Vorhin hat es ja funktioniert. Ah. Okay. Na komm. Jetzt kriege ich nicht weiter hin. Okay, jetzt reicht's mir. Man kann es so springen oder anders. Hier ist es noch relativ einfach zu springen. Denke ich zumindest. Also gut, man springt nach da, man springt. Komm schon, Flint hab ich's doch geschafft. Entweder ich bin jetzt gerade zu blöd oder ich bin zu blöd. Okay, das war jetzt meine Schuld, aber ist jetzt eigentlich auch egal. So, man muss es schaffen, dahin zu springen. Ich weiß, ich vertrödle meine Zeit jetzt damit, hier dieses Level zu testen, aber das muss sein. Okay. Mal schauen. Ah, beinahe hätte ich es geschafft. Also auf dem Rand stellen scheint zu funktionieren. Wenn man nicht so blöd springt. Ja. Okay. Okay, hier wird es schon etwas schwieriger. Finde ich. Zumindest. Ach komm. Ich hätte es beinahe gehabt. Na komm. Ich meine, so oft wie ich es jetzt probiert habe, wäre man zwar schon zurückgesetzt worden, aber ich weiß, dass es möglich ist, wenn man nicht andauernd verkackt. Wenigstens einmal will ich es jetzt schaffen, hier durchzukommen. Ich bin doch so gut wie durch. Na komm. Na, das scheint nicht zu funktionieren. Anscheinend ist die beste Methode wirklich hier ganz am Rand versuchen zu springen, wenn man nicht gerade so blöd springt. Und Anlauf funktioniert auch nicht. Na komm. Man muss schon im richtigen Moment springen. Das hält einen auf. Und jetzt hänge ich wieder ewig hier fest. Klasse. Natürlich nicht. Na, komm. Das kann doch jetzt nicht sein. Okay. Ich mache was anderes. Für mich ist es zwar auch nicht so einfach, aber ich werde eine Hilfe einbauen. Dass man da auch
locker drüber kommt. Ich meine, es muss hier möglich. Das ist nicht gewollt. Da soll man nicht hin. Aber hier und da. Denn es muss ja möglich sein, sonst ist das Level einfach kacke. Da muss ich mir was Neues einfallen lassen und das war schon schwer genug, sich was einfallen zu lassen. So, und ich falle natürlich runter wie immer. Ich glaube, ich hätte mich runterfallen nennen müssen, anstatt an die ganze Tausend. Aber egal. Schön. Gut. Dann kann das auch weg. Suchen wir uns was Neues raus, worauf man rumspringen kann. Nämlich das dunkelblaue. Ich würde mal sagen, wir bleiben diesmal ein bisschen fair und machen jetzt was Ähnliches. Allerdings machen wir das jetzt immer. Na, komm, so. Korrigiert mich für den Fall, dass wir ein solches Level bereits haben. Das ist eigentlich gar nicht mal so blöd. So. Wenn man so blöd ist wie ich, dann kommt man da nicht hin. Aber gut. Immer zwei dazwischen, würde ich sagen. Eins, zwei. So, zack, zack. Zack, zack. Vielleicht sollte ich hier auch wieder wechseln. Ja. Ich weiß, das ist jetzt relativ einfach, aber ich werde hier das erstmal so bauen. Das erinnert mich irgendwie an DNA. Ich werde das erstmal so bauen. Einfach, weil ich später noch ein paar Hindernisse einbauen will. So ähnliche wie da vorne, aber nicht komplett. Und mit später meine ich entweder noch in dieser Folge, welche in 2 Minuten endet oder mehr. Mal schauen. Oder halt in den nächsten Folgen, welche erst nächste Woche kommen. Beziehungsweise nächste Woche aufgenommen werden von mir. Denn ich habe nur einen Tag in der Woche Zeit. Und das ist Sonntag, deshalb kommen alle Videos, die ich mache, die mache ich immer sonntags. Und ja. Und das sind halt leider nur 4 Videos die Woche und nicht 7. Weil ich einfach keine andere Zeit habe. Beziehungsweise keinen anderen Tag in der Woche Zeit habe. So. Okay. Hier gibt es erstmal keine Hindernisse. Dann machen wir mal da ein Hindernis rein. So. Beziehungsweise. Ich würde schon sagen, dass ich hier auch was einbaue. So. Ich meine, man kommt hier super durch im Moment, aber ich habe eine Idee. Ich habe eine super Idee. Und zwar, hier muss man ganz genau aufpassen, wohin man springt. Ja, das ist perfekt. Sofern man so schräg springen kann überhaupt. Aber ich bin zuversichtlich, sofern ich nicht so blöd bin.
Aber ich und Sprünge, naja, wir sind keine guten Freunde. Zack. So. Also, ich möchte versuchen, dass man da hinspringt. Okay, ich mache es folgendermaßen. Ich baue hier immer Leitern ein am Ende. Bis zu dem Stück machen wir es jetzt noch. Kann man überhaupt von da nach da hinten springen? Kann man. Und man würde hier an der Ecke runterfallen, was man nicht soll. Gut, okay, testen wir das Ganze mal. Ich weiß, 20 Minuten sind vorbei, aber es ist so. Zumindest aktuell. Hä, von hier zu springen ist doch einfacher gewesen. Von hier zu springen. Na komm. Nicht geplant gewesen. Ja. Ist möglich. Dann. Dann mache ich in dem Fall nur ein Hindernis hier rein. Okay, das sieht immer noch nicht normal aus, aber okay. In dem Fall kann man jetzt entweder dahin springen oder dahin springen. Wie auch immer man das möchte. Schafft man das überhaupt? Nö. Doch. Es muss schaffbar sein. So, natürlich nicht. Oder vielleicht doch. Machen wir hier einfach mal dran. Aber hier machen wir mal kein Hindernis hin. Hier machen wir mal so ein Hindernis hin. Diesem Fall ist vielleicht doch ratsamer, wenn man hierhin springt, aber nicht dahin. Sondern man muss jetzt von hier wieder springen und zwar nach da. Schön. Ich plane die Level, während ich sie spiele. Wow. Aber ich würde mal eine kleine Hilfe vielleicht einbauen. Auch hier jetzt. Meine, ich versuche fair zu sein. Man muss es ja schaffen, irgendwie. Ich meine, das ist noch einfach. Seht ihr, das ist nämlich schwierig. So. Die meisten werden hier hinspringen. Kommt man hier überhaupt hoch? Ja. So, und von hier springt man. Von hier springt man, von hier springt man nach. Da. Hier machen wir mal wieder so. Das ist jetzt einfach, da mache ich jetzt keine Hilfe dran. Auch wenn ich gerade zu blöd war, da hinzuspringen, aber egal. So, und hier muss man wieder einmal nach da springen.
Gut, schräg nach oben springen, geht das überhaupt? Ich glaube eher nicht. Doch, schräg nach oben springen geht. Lol. Okay, wer das jetzt nicht schafft, der. Ich weiß nicht. Der schafft es halt nicht. Hier machen wir es mal. Machen wir es mal. So, perfekt. 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 Und nun würde ich sagen, baue ich mal auch wieder in 2 Block Entfernung hier einen Checkpoint einbauen. So, dann beende ich auch die Folge nach dem Checkpoint einbauen. Nach der Einbauung, nach dem Einbauen. Ah, ihr wisst, was ich meine. So. Wenn sie 40 Minuten lang ist, tut's mir leid. Was haben wir hier? 8, 93, 463. So. Oakley-Doakley. Wie Flanders sagen würde. Okay, wir heißen aber nicht Flanders. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.